Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal von mir. Ein neuer Alltagsvlog. Wir sind schon unterwegs, wie ihr sehen könnt. Es ist erst 8 Uhr morgens. Bernd ist eben zur Bank gegangen und ich warte im Auto, damit ich mit euch reden kann. Der Smurfy ist da hinten. Der wartet schon ganz gespannt. Der geht nämlich gleich spazieren mit uns und wir sind auf dem Weg zur Arbeit. Das sind halt alles so Sachen, die wir immer noch vor der Arbeit erledigen, wovon viele nichts mitbekommen. Und wir sind heute auch tatsächlich den ganzen Tag im Laden. Ich habe den Terminplan mit Terminen voll. Viele Nageltermine. Ich nehme euch wie immer mit durch meinen Alltag. Also es kommen ja im Moment sehr viele Daily Vlogs von mir. Ich habe da mega Spaß dran und ja, freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Viel Spaß bei diesem Video. So, wir waren gerade im Aldi und da hatten sie diese Hosen. So Jogging-Jeans habe ich mir mal 2 Stück geholt in Größe 40. Weil ich dachte, wenn ich die in den Trockner packe, dann können die noch etwas einlaufen. Ja, die eine ist unten normal und die andere ist unten so gerafft. Ich probiere die jetzt an und zeige euch das. Und du hast Hunger, wir wissen. Die stimmt dir nur zu, er sagt, jau. Die stehen dir bestimmt gut, die Hosen, ja. Aber bevor ich die anprobiere, kriegst du erst die Hose. Das ist die erste Hose. Die ist so ein bisschen lockerer, was ich aber sehr angenehm finde. Und vor allem, wenn die dann einläuft, dann passt sie vielleicht. So, und die zweite Hose, die ist ja unten mit dem Bündchen so normal. Auch etwas weiter. Klar, ist ja dieselbe Größe, aber sehr gemütlich. Ach, Smurfy, wie gefällt dir die Hose? Du hast jetzt gefressen, ne? Du hast jetzt gefressen, ja. Ja, ich habe neue Gummistiefel. Das liegt daran, dass ich jetzt ein paar für hier am Laden habe und ein paar für zu Hause, damit ich halt immer Gummistiefel dabei habe und die nicht immer mit hin und her schleppen muss. Ich habe jetzt Mittagspause und mache ja meinen Mittagsspaziergang mit Smurfy. Die Hundewiese ist diese Woche geschlossen. Das finde ich extrem doof. Wir haben zwar noch eine andere hier in der Nähe, die ist ganz neu. Und so ist die auch von der Größe okay und alles. Die haben sogar einen Wasserhahn da, wo man halt immer frisches Wasser für die Hunde zapfen kann. Aber da ist so tief Matsche. Ich blende euch mal Fotos ein von dem Tag, als ich mit Smurfy zum ersten Mal da war. Ja, also da ist wirklich, da bleibt man richtig stecken. Ich hatte zwar zum Glück Gummistiefel an, aber da bis, also die sind mir fast ausgezogen. So tief ist da die Matsche, deswegen ja, muss ich da nicht unbedingt hin. Und ja, gehe ich halt mehr so spazieren mit Smurfy. Nächste Woche ist die Hundewiese dann wieder geöffnet. Im Moment sind wir ein bisschen nachdenklich, da wir ja bald in den Urlaub möchten nach Ungarn. Und jetzt mit dem Coronavirus ist das so ein bisschen... Ja, wenn die Grenzen geschlossen werden, also wenn wir jetzt zum Beispiel hier noch in Deutschland sind und können vielleicht nicht nach Ungarn fahren, weil die Grenzen geschlossen sind durch den Coronavirus, das kann passieren. Oder es könnte passieren, dass wir halt in Ungarn sind und dann werden die Grenzen geschlossen. Schreibt mir mal in die Kommentare, für wie wahrscheinlich ihr sowas haltet. Denn ja, dann fällt unser Urlaub tatsächlich ins Wasser. Wieder mal, leider. Unser Haus wird jetzt zurzeit nämlich tatsächlich weiter saniert, also es geht weiter in Ungarn. Und ja, wir hätten uns halt mega gefreut, wenn es klappt, mit unserem Urlaub jetzt Ostern nach Ungarn zu fahren. Der Urlaub wird uns jetzt im Moment so gut tun, also einfach mal nichts tun, keine Termine und ausschlafen, kein Zeitdruck und die Seele baumeln lassen. Das kann man ja in Ungarn besonders gut. Und ja, ich wäre echt traurig, wenn es nicht klappt. Wenn wir hier bleiben, dann, also wenn jetzt die Grenzen zu sind und man nirgendwo hin kann, außer vielleicht in Deutschland noch, keine Ahnung,
was auch immer passiert, dann würden wir am Ende doch arbeiten. So ist es halt. Wenn wir hier zu Hause sind, dann arbeiten wir auch. Und ja, deswegen, ich würde mich schon freuen, wenn wir nach Ungarn fahren könnten und endlich unser Haus wiedersehen würden. In echt und nicht nur auf Fotos und wie weit es gekommen ist. Und ja, ihr kennt das wahrscheinlich selber, wenn ihr euch auf den Urlaub freut. Wie sieht es denn bei euch aus? Habt ihr Urlaube geplant in nächster Zeit, die jetzt auf der Kippe stehen wegen dem Coronavirus oder nicht? Würde mich mal interessieren. Also ich habe jetzt gerade erst wieder einen Beitrag gelesen, dass jetzt die Weltwirtschaftskrise droht, weil ja wegen dem Coronavirus und dass jetzt der steigende Goldpreis und so, dass das alles darauf hinweist, dass jetzt die Weltwirtschaftskrise kommt, wegen dem Coronavirus. So, meine Lieben, ich habe mich jetzt sehr lange nicht mehr gemeldet. Ich habe halt, ja, gearbeitet und ja, bezüglich Coronavirus, bis jetzt hatte ich eigentlich nicht so die Panik und nicht so. Ja, es war halt weit weg, ne? Dann war halt mal ein Fall in Bayern, dann waren welche hier viel in NRW, okay. Aber jetzt ist es so, dass mir halt viele Kunden, also alle Kunden erzählen halt davon. Und jetzt ist es halt so, dass Kunden die ersten Fälle in ihren Bekanntenkreisen haben oder entfernten Bekanntenkreisen. Und es gibt mir doch schon so zu denken, so langsam. Also ich habe heute Morgen schon die Nachricht gelesen, dass in der Nachbarstadt eine Bankfiliale geschlossen hat, weil da drei Mitarbeiter infiziert sind. Und die haben vorsorglich die Bank geschlossen. Und es war halt in der Nachbarstadt. Und ja, bis sie das merken, dass sie krank sind, arbeiten die halt alle ganz normal weiter. Deswegen sind jetzt wahrscheinlich schon einige Infizierte in der Nachbarstadt. Dann wurden in der anderen Nachbarstadt zwei Kindergärten und eine Schule geschlossen oder wie auch immer das gesagt wird, weil da Fälle waren. Und am Samstag, also heute ist Montag, am Samstag war ein Verein, hat sich getroffen, da war irgendwie Hauptversammlung, also viele Mitglieder waren da. Und heute hat sich rausgestellt, ein Mitglied hat Coronavirus. Und ja, was solche Versammlungen bringen können, haben wir ja schon jetzt mit Karneval gesehen, wie viele sich da anstecken können. Und das war halt, wie gesagt, auch in einer Nachbarstadt. Also fast in jeder Nachbarstadt ist es jetzt nachgewiesen worden. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis es bei uns auch ist. Und die Schule von meinem Sohn, sage ich jetzt mal, geschlossen wird. Und ja, was soll ich sagen? Es ist jetzt noch ungefähr 4 Wochen, bis wir nach Ungarn reisen möchten. 3,5 Wochen. Ich glaube nicht, dass wir diese Reise antreten werden. Das ist mir heute so bewusst geworden. Und ja, die ersten 2 Toten sind auch heute bekannt geworden. Einmal in Essen und einmal Heinsberg. Ja, ich bin etwas sprachlos, muss ich sagen. Ich weiß, dass es jetzt nicht plötzlich, dass das jetzt so Ausmaße annimmt, aber ja, wenn es halt so direkt vor der Haustür ist. Ja, wie geht's euch? Also, wo kommt ihr her? Seid ihr auch aus NRW? Seid ihr direkt betroffen oder ja, macht ihr euch überhaupt keine Sorgen? Weil es heißt ja immer wieder, es ist halt eine Grippe und es ist nicht schlimm und so. Ja, das kann ja sein. Es ist halt nur für alte Menschen schlimm oder nur für vorbelastete Menschen. Ja, das kann alles sein. Ich kenne aber auch einige alte Menschen oder alt. Ab 60 ist ja dann alt. Finde ich jetzt nicht so alt. Ich kenne viele Menschen ab 60 und auch ich kenne viele, die vorerkrankt sind mit der Lunge, Asthma oder wie heißt das, COPD oder COP, weiß ich nicht, wie das heißt. Aber es gibt halt einige Menschen in meinem Bekanntenkreis, die krank sind, für die das richtig gefährlich werden kann. Und ja, auch für uns. Es sind auch schon jüngere Menschen daran gestorben, die nicht vorbelastet waren. Ja, dann habe ich auf Facebook einen so einen Bericht gesehen,
dass in Italien welche in Quarantäne sind. Und die eine Schwester ist da wohl gestorben. Und die liegt jetzt angeblich seit 24 Stunden in dieser Wohnung, tot. Und wurde getestet jetzt auf Coronavirus. Aber die Menschen, die halt mit ihr in Quarantäne sind, müssen auch in Quarantäne bleiben. Und die Tote liegt da jetzt halt in der Wohnung. Und die sind halt total überlastet da, ne? Weil so viele Fälle sind. Die haben jetzt fast 8000 Fälle da. Und da sind ja jetzt auch schon ganze Gebiete in Quarantäne, Ein- und Ausreiseverbot. Und das wird uns hier in NRW auch blühen, befürchte ich. Es dürfen ja jetzt sogar Krankenscheine ausgestellt werden, ohne dass die Patienten sich persönlich vorstellen müssen. Also die rufen halt einfach beim Arzt an und können einen Krankenschein bekommen. Nach gewissen Kriterien oder so wird das dann gemacht. Ja, was ist mit unserer Wirtschaft? Viele, ja, ich weiß es nicht. Schreibt mir gerne eure Gedanken dazu in die Kommentare. Ich mache mir weiter meine Gedanken und ja, hoffe, dass wir alle gut da durchkommen. Und ja, werde jetzt den Vlog beenden. Wir haben jetzt gleich Feierabend. Ich werde das alles mit Bernd nochmal besprechen, was jetzt los ist, was wir machen. Ja, und würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Haltet die Ohren steif.